glaube, die Herausforderung, also es gibt viele, die ist sehr, sehr vielschichtig, diese Figur, das gefällt mir so an ihr. Es gibt eine Schicht, die heißt, was ist ein guter Kriminalist oder was ist ein Verhörspezialist? Das heißt, wann sage ich etwas, wie sage ich etwas, wie provoziere ich jemanden, wo gehe ich genau dahin zu kombinieren, das ist die eine Art und Weise. Das andere ist, dass Mirko in seiner Figur oder in seinem Charakter ein großes Gewaltpotenzial, ein Aggressionspotenzial hat, das auch mit seiner Vergangenheit zu tun hat, dass er meistens unter Dach und Fach hat und es schafft, so ruhig zu halten. Manchmal knallt es raus und er hat so ein Ventil, er verschwindet nachts manchmal. Wo genau, ist nicht gesagt bei uns. Das sind so ambivalente Pole, sage ich mal, zwischen denen er sich bewegt. Die Dynamik zwischen den beiden entsteht, da sie eigentlich Einzelgänger sind. Das sind Solitäre, das sind irgendwo auch, wenn man so will, anarchisch vorgehende Leute. Und wie Katrin grätscht eigentlich in dieses Team zu Beginn der Serie hinein und ist auch ihm gegenüber sehr, ja, man könnte so, könnte es als zurückweisend beschreiben. Und das verwundert und irritiert ihn erstmal und dann hat er das Gefühl, er sieht sie und er möchte ihr sagen, hey, alles gut, beruhig dich. Okay, das geht so. Um 7 Uhr morgens verlasse ich die Wohnung, fahre mit dem Fahrrad zu unserem Drehort. Das ist zur Hälfte der Zeit unser Festmotiv in der Kramerstraße, unser Dezernat, oder die andere Hälfte der Zeit unsere Außendrehs. Gut, dann besuche ich meine Maskenbildnerin Winnie in der Maske und ziehe mich um. Dann fange ich an zu arbeiten. Das geht bis mittags, dann ist Mittagspause. Dann drehen wir weiter bis abends. Zwischen 7 und 8 komme ich nach Hause. Dann esse ich was Kleines und lerne dann nochmal Text bis 11:30, 12, um dann ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen wieder aufzustehen und dasselbe zu machen. Das geht dann so 70 Drehtage hintereinander weg. Es ist ja so, dass es eine andere Struktur hat, weil wir nicht so dringend sind in dem Sinne, als dass der Mörder rennt noch draußen rum, sondern die Leichen sind eh tot. Aber das ist sehr, sehr spannend, wo die Werke so ineinander greifen. Das finde ich ganz cool.